Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2. Der Chris, der ist gerade noch am Packen. Der Tor Club, der steht noch da hinten. Ich drehe mich jetzt nicht um, sonst muss ich wieder pixeln. Ne, Stefan? Nee, du hast mir gerade die Aufnahme geprankt. Echt? Geprankt. Ja, weil ich gerade aufnehmen wollte. Egal. Ja. Egal. Genau, egal. Da ist das Motorrad von Kami Rides. Alle schon soweit bepackt. So, dann werden wir mal gleich losfahren. Chris, wie hast du die Route gesteckt? Durch den Schwarzwald, dann Richtung Bodensee? Ja, ja, genau. Ja, Schwarzwald Richtung Bodensee. Dann am Bodensee entlang. Oh, cool. Am Bodensee entlang. Geil. Ah, schauen wir mal heute, ne? Ja, und du kommst auf einen dran, dann schmierst du direkt ab, ey. Beim Großglockner finde ich das so geil, da haben sie die Ideallinie extra so für Motorradfahrer markiert, dass du so eine richtig geile Orientierung hast. Wirst du schon sehen, Chris, Großglockner fahren ist teilweise echt geil. Ja, über 30 Euro. So irgendwas mit 30, fast 30 Euro, ja. Ja, guck mal hier, mein Top gestern, da klebt Großglockner dran, da war ich schon. Ich auch. Zillertaler Höhenstraße soll ja auch richtig geil sein. Ja, gesehen gerade. Ja, damit die Leute Ruhe haben. Ja, das frage ich mich auch. Ja, die sich dann denken, ja, und dann ballern wir mal da schön entlang. Oh ja. So, am Kreisverkehr die zweite raus gleich in 1,5 Kilometer. Ja, der Einäugige. Aber wollen wir mal den Einheimischen hier zeigen, dass man mit Motorrädern auch schön leise fahren kann, ne? Boah, das ist so richtig idyllisch hier, wa? Oh, 13 Kilometer nur hier entlang, ey. Schön. Ja, stimmt. Genauso wie in Thüringen, hier im Thüringer Wald. Der sieht auch richtig schön aus da. Ja. Lärmschutz 50. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, werden wir hier gemütlich entlang gesurren. Ja, schlimm, ne? Wieso? Der ist nicht so laut. Der ist gar nicht laut. Der klingt nur gut. Ich schwöre dir, der hält doch seine 86 dB ein. Na, weiß ich nicht.
uns ist einer mit einer 600er Sportler. Den hörst du samstags abends durch eine 70er-Zone. Hörst du erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, wieder die Gänge da durchfeuert, ey. In der 70er-Zone. Jawohl. Da wisst ihr, wie schnell der ist. Jo. Oh, schön. Schön nach links und nach oben. Oh, genau, Auto. Motorrad. Doch ein bisschen Glück mit dem Wetter jetzt gerade. Ja. Ja, egal. Egal. Da war gerade eine V-Strom in Rot. Achtung, die geht komplett rum. Was ist das denn für eine Straße? So was habe ich noch nicht mal in Thüringen erlebt, ey. Boah. Ja, in Thüringen hattest du Kopfsteinpflaster, aber der Kopfsteinpflaster war besser. Das stimmt allerdings. Ja. Schon wieder... Das hat er sich doch selber ausgesucht. Was ich echt nicht verstehen kann, die Rennradfahrer bei uns im Münsterland haben so, Achtung, volle Möhre Dreck. Hab ich doch gesagt. Jo, ehrlich. Oh ja, oh ja. Richtig ekelhaft, ey. Wow. Hui, hui. Jo. Genau, Achtung, Auto von vorne. Ja. Welches Gewitter? Ich habe nichts mitbekommen. Ich schon. Frag mich nicht, ich kann das. Ja. Bis jetzt werden wir ja nicht nass. Ich hab noch nichts bekommen. Eben. Oh, guck dir gleich. Über den Wolken. Ja, ja, ja. Wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Bleiben darunter verborgen und dann.
Richtung Freudenstadt. Ich glaube, der hat sie. Das war, glaube ich, eine andere. Das war, glaube ich, eine andere, oder? Schwarzwald-Hochstraße. Oder was? Ich überhole jetzt erstmal, weil mir das Auto da auf den Sack geht. Ja, ich weiß. V-Strom. Ist immer noch frei, genau. Jetzt wird es aber auch ein bisschen kühler. Ach, egal. stimmt. Ach so, irgendwas mit Aussicht. Okay. Juhu! Er hat gerade Nebelschlussleuchte angemacht. Ja, überholen möchte ich aber auch jetzt gerade nicht. Ja, der fährt ja auch fast 50. Ja. Ja. Manchmal kannst du das nicht. Wieso, sonst würden wir jetzt richtig nass werden, also kein Problem. Ja, fahr du mal vor. Ich möchte mal nach ganz hinten, also fahrt mal alle vor. Oh ja. Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ach ja, beim Großglockner hatte ich so dicht Nebel, das war das hier noch viel mit Sichtweite. Also noch weniger. ist eine sehr gute Idee, Stefan. Ne, Stefan, du hast aber recht. Eben. Wird jetzt aber auch schon wieder weniger. Wird weniger. Ja, ich sag ja, es wird aber auch schon wieder weniger. Ja, ich sag ja, der fährt bis zu einem Bahnhof oder so. Aber nicht im Schwarzwald. Eben. Ein bisschen tröpfeln. Minimal.
Und der Himmel reißt auf und wir tanzen im Regen und erwischt morgen fort. Und der Himmel reißt auf 10.000 Tropfen. Was? Also du könntest da uns was rauszaubern, mit Sicherheit. Boah, das erinnert mich an Österreich letztes Jahr, Großglockner. Und Aussicht 200 Meter. Ja, ich nehme ein bisschen gerade auf, so ist das nicht. Ich finde sowas sogar manchmal lustig. Eigentlich. Ja, richtig geile Aussicht wäre das. Ich glaube, Chris sollte vorfahren. Wegen seinen Funzeln. Ganz ehrlich. Es ist so. Chris, du solltest vorfahren. Einfach nur, weil du das meiste Licht gibst. Ich hab auch schon längst eine Timelapse. Und ich hab's auf Normalvideo. Boah, was ein Nebel, ey. Das ist auf jeden Fall unter 50 Meter. Also ich bin schon mal sowas öfters gefahren. Genau. Ja, genau. Bitte. Eben. Und ich hab hier die Leuchtweste an. Wow. Jetzt bin ich froh, dass wir Chris mit der GS vorne haben. Adventure Bike. Chris sichert vorne ab, ich sichere hinter ab. Bei sowas ziehe ich echt freiwillig meine Leuchtweste an, wa? Ah, guck mal jetzt. Ah, es wird besser. Jo. So, ich muss mal eben, so steht das Motorrad richtig, damit ich... Was haben wir gestern gesagt? 5 Stunden Fahrzeit? Oh gut, dann sind 10. Zieh mir so Handschuhe an. Ich behalte meine so, wie sie sind. Ich weiß nicht, kann man den... Ha 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 ha!
Das kann mir bei der TomTom nicht passieren. Jo, ehrlich so, hoi! Doch, weil ich das gerade auch noch so auf Video banne. Ja? Ja, ich mach gerade Video. Und der Jan, der hat mal richtig den Kackstift. Oh! Ja, da hast du aber absolut recht, ey. Das sehe ich ein. Alter! Das ist ja schlimmer als in Schottland, wo ich da war. Alter! Nee, mein Smartphone, das iPhone war's gerade nicht. Noch nicht. Ja. Ja, ehrlich, ey. Wuhu, Regen. Ah, scheiß Regen. Genau. Weg von den lieben Zwergen. Genau. Ja, natürlich, weil wir alle mitleiden. Oh, da wird's hinten echt, da hinten wird's echt heller. Oi. Oh, das wird richtig lustig, ey. Right alone. Bekommt endlich seine absolute Taufe als GS-Fahrer. Er wird richtig durchnässt. Mann! Mana. Hat geklappt. Tschu. Immer diese scheiß Viecher. Natürlich wegen dem Gelb. Genau. Nee, Schottland-Feeling. Nur die Bäume, die stören. Jo, nur die Bäume, die stören für Schottland-Feeling. Oh, das sieht schön aus. Ja. Ah, und ich habe die Kamera angemacht. Hui.
Vielleicht sehen wir noch ganz blauen Himmel. In 900 Metern müssen wir rechts, Stefan. Genau. Guck mal, da zeigen sie sogar direkt das... Ja! Ich hab's aufs Kamera. Bling, bling. Genau. Hui! Könnte ich den Auspuff mal ein bisschen dröhnen lassen? Hier ist ja keine Sau. Jetzt 10 Kilometer. Ja, 10 Kilometer. Na, schauen wir mal. Ah, ja. Sollte man wohl nicht übertreiben hier. Nee, das ist blau, das ist blau, das ist blau. Das ist blau. Oder ist das blau-grau? Ah, das ist blau, wunderbar. Alter. Na. Da, da hinten, da, da ist blau, da ist blau. Da ist Italien. Da wollen wir da hinfahren? Ja, natürlich wollen wir da hin. Und die Straße führt uns bestimmt dahin. Geht doch. Dann fahren wir. Oder der Regen, genau. Geradeaus. Links, 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 links. Ja. Ne, die zweite, die zweite. Die zweite. Die zweite. Boah, wer baut denn hier so beschissene Kreuzungen, ey, Alter. Ey! Stefan hat Freude.